Was geht, meine Freunde, und willkommen zu dem heutigen, dem ersten Pack-Opening von Pokémon Hashtag Raufkatzen! Ja, meine Freunde, endlich geht es los mit Hashtag Raubkatze. Ihr habt euch schon tierisch drauf gefreut in den Kommentaren beim letzten Pack-Opening. Und Leute, endlich geht es los. Und wir fangen natürlich an mit... Es wird auf einmal so kalt. Der Nordwind ist hier. Ganze Pokémon. Ja, Leute, Suicune ist es geworden. Der Nordwind, der drei legendären Raubkatzen. Ich bin irre gehypt. Ich hoffe, wir ziehen heute mal wieder eine EX oder eine Full Art oder sonstiges. Das wäre übelst nice. Von da, Leute, wünsche ich mir eine geile Karte. Euch ein wunderbares Pack-Opening. Und wir sagen, wir fangen an in 3, 2, 1... Go! Boots, Leute! Da haben wir die Tin Box mit dem guten Suicune, was ein Shiny Suicune und ein normales Suicune enthält. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für Booster drin sind, beziehungsweise was für Promokarten drin sind. Aber ich meine, es sind ein Shiny Suicune und ein normales Suicune. Mega nice. Ich werde dieses Ding mal hoffentlich aufkriegen, wenn ich es so hinkriege. So, wir ziehen die Strumpfhose von dieser Box ab. Und sie sieht einfach ultra geil aus. Ich finde diese Box so hammer, einfach vom Artwork her. Das Suicune da drauf ist einfach way. Es ist einfach ultra geil. Und wir öffnen das Ding jetzt einfach. Bam! So, da haben wir es. Und wow, was ist da los? Bam, so sieht das Ding auf aus. Wir öffnen das gute Ding und da... Oh, fuck. Ist das wirklich... Nee, ist das ein Code? Ist das ein Code? Nee, es ist kein Code. Es wäre ein Spoiler für die anderen Boxen, da ich die Artworks noch nicht gesehen habe. Und Leute, wir haben jetzt zwei Promokarten erstmal, die ich euch zeigen werde. Und zwar ist die erste Promokarte Suicune in all seiner Pracht hier. Mega geiles Pokémon, gefällt mir sehr. Das Artwork ist ultra geil. Kristallisiert dahin im Hintergrund und natürlich der Mond da, der da auch ist. Mega nice, aber Leute... Das ist nicht das einzige Suicune, was wir haben. Wir haben auch ein Shiny Suicune. Dieses Ding ist einfach mal mega geil, ey. Mit silbernem Rand, mit 80 KP und mit der Attacke Eiseskälte. Einer der stärksten Eisattacken, die es gibt. Da ist eine K.O.-Attacke. Wir stellen unsere beiden Schätzchen mal hier hinten am Rand hin. Bam, Leute, das sind unsere Booster. Einmal Platin, ultimative Sieger mit einem Glurak drauf, was einfach nur geöffnet werden will. Dann haben wir ein Platin Arceus mit einem Brutalander, was einfach ein Feuer des Todes abschießt. Ein Platin Arceus again mit einem Zapdos und ein Hard Gold Soul Silver mit Lugia drauf. Ich bin irre gehypt, meine Freunde. Ich hoffe, wir werden heute mindestens eine Foil ziehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Platin Arceus Zapdos Booster. Leute, können wir heute etwas Gutes ziehen? Wie gesagt, mich würde es tierisch freuen, wenn wir wieder irgendeine EX ziehen. Im letzten Opening war es leider nicht so. Aber Leute, alle guten Dinge. Gibt es hier gar keinen Online-Code? Es gibt hier gar keinen Online-Code drin, sehe ich gerade. Oh shit, oh shit, oh shit. Das ist echt schade, aber egal. Wir öffnen das Pack. Ich habe dieses Set noch nicht aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was für Karten hier drin sind, Leute. Professor Eichs Besuch haben wir erstmal. Schilder mit ein paar Starrallidies. Dann haben wir einen Georock. Dann haben wir ein Burmadame, die Grasform. Dann haben wir einen Ratzfratz, ein Kindwurm, ein Bormi. Das schockt ja mal, das wird so richtig weggefetzt gerade von irgendeiner Attacke. Ein Makuhita mit einem Schlag, ein Tangela, ein Zapdos Reverse, was? Oh mein Gott, das checkt ja mal total ab, ey. Boah, das ist ein Team Galactic Pokémon. Und auch noch gleich ein legendäres, eine Rare Reverse ist es sogar. Es hat unten den Stern, die das Rare Reverse gleichzeitig kennzeichnet. Hammer nice. Dieses Artwork ist ja mal eine Wucht, Leute. Hammer nice. So will ich ein Pack-Opening starten. Und unsere Rare ist ein Kabutops Holo. Was ist da los, Leute? Wir starten gleich los mit einer Rare Reverse und mit einer jeweiligen Super Rare. Hammer nice, ey. Kabutops 130 KP.
Uhrzeitsense und Steinhagel. Und dieses Kabutops ist einfach mal hammer nice. Ich würde sagen, wir haben zwei legitime Pulls jetzt schon gleich am Anfang kassiert. Das ist doch mal mega nice, ey. Noch leider keine Jagd heute, aber es kommt noch. Diese Pulls sind jetzt schon atemberaubend nice. Ich pack beide Pokémon mal da hinten hin. Das war ein nices Pack. Ich würde sagen, das Platin-A-Zeug sparen wir uns bis zum Ende auf. Wir machen erstmal das Glurak auf, weil Glurak ist ultimativ nice. Und Leute, ich würde sagen, wir öffnen es ganz normal. Wir öffnen es ganz normal, wir machen ein ganz normales Pack-Opening. Und ich sehe da einen Fukano schon, wir ziehen es aus. Ah! Das war sehr sexy, ich weiß. So, haben wir hier mal einen Code? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben wieder hier den Kartentrick am Start. Bam! Wir fangen an mit einem Maskeregen, was Typ Pflanze ist, obwohl es Typ Flugkäfer ist, meiner Ansicht nach. Was macht gar keinen Sinn. Victors Beitrag. Victor, du hast einen tollen Beitrag geleistet. Da haben wir Minun, ein Fukano, was einfach mal abschied. Das ist ja wieder so ein gezeichnetes Artwork. Shinox! Leute, wer gestern den Part Pokémon Alpha Saphir gesehen hat, weiß, dass Shinox das heftigste Wettbewerbs-Pokémon aller Zeiten ist. Einfach mega krass. Panflam, der Affe im Urwald. Sieht aus wie Tarzan, ey. Mega chillig. Ein Wadribi. Dann haben wir ein Plinfer. Dann haben wir ein Walmer Reverse. Das schockt auch. Es grinst so und macht den Wasserspeier nach oben. Und freut sich jetzt auf ein EX. Zauber, nein, auf der Holo. Knackrack. Mein Gott, ey. Das blockt ja richtig mit dem Packlock heute, ey. Wieder eine Super Rare, Leute. Bam. Die Holos kommen und kommen und kommen und kommen einfach, ey. Nice. Ich weiß gar nicht, wo holen wir die ganze Karte, ey. Bam. Holo Knackrack ebenfalls in unseren Händen. Und wir haben noch zwei Packs, Leute. Wir haben noch zwei Packs. Und ich würde sagen, das Lugia Pack wird ein Scouter Pack. Activate Scouter! Der Scouter ist am Start, meine Freunde. Und wir werden jetzt gucken, ob dieses Pack wirklich over 9000 ist. Puh. Lugia, bist du ready? Ich hoffe doch. Und ich habe die ganze Zeit dieses blaue Ding da vor meinem Auge. Das ist echt doof beim Pack-Opening. Aber ich werde mein Bestes tun und trotzdem das Beste daraus machen. Zack. So, wieder kein Code am Start, aber egal. Wir brauchen keinen Code, wir brauchen nur das Pack-Luck. So, Leute, wir fangen an. Kumo-Milch, nichts Besonderes, aber das Power-Level steigt, Leute. Das Power-Level steigt. Ich spüre es, ich spüre es, ich spüre etwas Starkes hier drinne. Barty, Igelava, Owei, Vulpix, Visor, Paras und das Power-Level, Leute, Filino, das Power-Level, Leute, das Power-Level, Leute! Ja! Das ist doch die Karte, die ich wünsche, das ist so eine blitzende Karte da. Ja, Mann! Ja, 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 es ist over 9000 einfach. Scouter Pack confirmed, Leute, Scouter Pack confirmed. Einfach hammer nice. Wir ziehen hier wirklich ein Hytera in der Mega-Holo-Form. Ich weiß nicht, was das für eine Holo-Form ist, Leute, aber guckt euch das doch mal an, ey. Wir haben da Glitzer, wir haben da Glitzer, wir haben da Glitzer, wir haben da Glitzer, wir haben überall Glitzer. Und unsere Rare ist ein Sandame, vollkommen in Ordnung. Aber Leute, da unten ist es. Ich glaube, ist das so eine mega besondere Karte? Ich meine ja. Schreibt mir das in die Kommentare. Ist es eine ganz normale Rare Reverse oder ist es was ganz Besonderes, Leute? Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall mega chillig aus, ey. Heilige Scheiße, ist das geil, ey. Packen wir auf jeden Fall in die Mitte als unsere neue Signature-Karte hier. Ultra nice, ey. So ein Hytera da, mega hole, Leute. Und das letzte Pack. Wir sind noch lang nicht fertig, Leute. Wir haben noch ein Brutalander aus Platin Arceus. Kann der heilige Arceus Gott heute uns noch etwas Glück schenken, obwohl wir schon in jedem Pack eine Holo hatten und im letzten Pack diese seltene Mega-Holo. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das für eine Holo ist, Leute, aber ich meine, es ist eine der seltensten Holos überhaupt. Puh. Bam, da haben wir es. Wir starten mit einem Alpollo, Leute. Glutex, so, mega cooles Artwork, gefällt mir. Dann haben wir einen Altbernstein, oh, ein Aerodactyl vielleicht. Ein Tangela, ein Haspiro, ein Frisselblitz. Pikachu, Nebulak und Leute, oh Mann, nein, der Gotthard persönlich ist hier, nein, 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 das kann nicht euer Ernst sein, wir ziehen hier einfach den Gott als Rare Reverse, nein, nein, was ist das für ein Packlack, Leute, was ist das für ein Packlack einfach, meine Friese ist vollkommen am Arsch, aber das ist mir so egal, alter Schwede, ey. Wir ziehen nach vier Holos einfach den Gott. Den Gott in Stahlform. Arceus. Wir haben im Zapdos-Pack ein Zapdos gezogen. Wir ziehen im Arceus-Pack ein verdammtes Arceus, Leute. Der Gott ist einfach da. Und was das für ein geiles Artwork ist, ey.
Hammer, nice, Leute, ey. Und es ist wieder ein Rare Reverse. Guckt euch diesen... diesen Schimmer an, Leute. Ist das ein geiles Pack-Opening. Mein Gott, ey. Die Frise ist zwar nicht mehr ganz so geil, aber scheiß drauf, Leute. Puh, ich bin vollkommen am Arsch. Ich bin so fertig, Leute. Wir gucken unser Recap nochmal an. Was war das, Leute? Was war das für ein Pack-Opening? Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war atemberaubend krass, Leute. Wir haben aus einer 10, Leute, guckt es euch an. Wir haben ein Shiny Suicune bekommen. Ein Suicune mit einem brandgeilen Artwork. Ein Holo Kabutops. Ein Reverse Foil Zapdos. Ein Knackrack Holo. Ein Hytera. Ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall mega awesome. Mega. Es ist einfach die mega awesome Rare, Leute. Es ist die mega awesome Rare mit dem mega ernsten Blick und mit dem glänzenden Bauchnabelpiercing. Und zu guter Letzt hat der Gott uns nicht nur Glück gebracht, sondern der Gott kam zu uns nach Hause, meine Freunde. Hashtag Raubkatzen, meine Freunde, ist am Rennen, Leute. Diese Tints, Leute, werden sie uns genauso viel Glück bringen wie das heilige Suicune. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Aber schaltet beim nächsten Mal wieder rein bei Hashtag Raubkatzen, schreibt es Kommentare. Veröffentlicht, retweetet es auf Twitter, schreibt auf Twitter irgendwas und sonstiges, Leute, verbreitet dieses Video auf jeden Fall. Gebt dem Video einen Daumen nach oben für diese kranken Puls. Können wir uns noch steigern, Leute? Können wir uns noch steigern? Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, dass ihr es genauso seid, Leute. Deswegen, das war's von mir, Zero of Time. Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Erholung. Und Arceus, wir beide haben jetzt ein bisschen Freizeit zusammen. Wiedersehen!